Hallo Freunde, willkommen in der Welt von Dauntless. In diesem und den folgenden Videos sehen wir uns das Spiel ein bisschen genauer an. Das heißt vom Charaktereditor über das Crafting bis hin zu dem, was noch so kommen mag. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass sich das Spiel noch in der Alpha befindet. Das bedeutet, wir werden Bugs, Glitches und unfertigen Content zu Gesicht bekommen, den es voraussichtlich im fertigen Spiel nicht mehr geben wird. Nun denn, ich wünsche euch dann viel Spaß beim ersten Teil meines Previews zu Dauntless. Willkommen im Charaktereditor von Dauntless. Um eins vorwegzunehmen, wenn ihr auch so einen übertriebenen Individualisierungsfetisch habt wie ich, werdet ihr das hier feiern, weil hier kann man einfach so viel einstellen. Und das ist geil. Gut, fangen wir einfach mal an. Ihr habt hier links und rechts die Gesichter. Einmal Basilius und einmal Merrily. Aus diesen beiden Gesichtern setzt sich letztendlich dein Gesicht in der Mitte hier zusammen. Du kannst hier verschiedene Archetypen auswählen, wie zum Beispiel Korra. Und, wie heißt er? Muttonchop. Geil. So, das heißt, er hat ein bisschen dickeres Kinn. Ein bisschen stumpfere Nase, sieht eigentlich ganz cool aus. Und, von ihr hat er halt, ja, den bösen Blick. Auf jeden Fall kann man das dann hier mit diesem Schubregler kann man das dann halt ändern. Dann sieht er halt mehr aus wie der da oder halt mehr aus wie sie. So. Selbstverständlich kann man auch zwischen Mann und Frau wechseln, indem man halt Change Body Type benutzt. Das haben wir hier die weibliche Form und hier die männliche. Hier kann man sich das Ganze auch nochmal vom Außen angucken. So. Schick, ne? So. Dann probieren wir mal aus. Nehmen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir mal James und Kit. So, ihr beiden seid jetzt die Mama und der Papa von ihm hier. So, jetzt kann ich hier noch einstellen. Wir gehen mal hier ran. Zack. Soll er mehr aussehen wie er hier oder mehr aussehen wie sie? Machen wir mal so ein gutes Mittelmaß. So, und jetzt kommen wir erst zum coolen Teil, weil jetzt kommen wir nämlich zu den Feineinstellungen, zum Feintuning. Eis. So, hier können wir erstmal die Augenfarbe einstellen. Wir können linkes und rechtes Auge unterschiedlich einstellen. Wir können jetzt zum Beispiel beim linken Auge hier nehmen. Ich hätte das gerne ganz dunkel. Die innere und äußere Iris kann man auch einstellen, sieht man ja. Ich hätte das gerne ganz dunkel und das rechte Auge ganz hell. Seht ihr? Richtig cool. Das habe ich das letzte Mal bei Black Desert gesehen. Da hat das auch wunderbar funktioniert. So, Accept. Dann kann man hier noch die Augengröße einstellen. Ganz klein oder ganz groß. Ich mache die ganz klein. Und dann kann man noch die Augentiefe einstellen. Die Augenposition oben, unten. Die Augenbrauen, die Dicke kann man einstellen. Die Rotation, das bedeutet, welchen Neigungswinkel die Augen haben. Und natürlich Abstand oder zusammen. Sieht beides Panne aus, ich mach so. So. Dann die Haare natürlich. Verschiedene Frisuren. Ah ne, das ist die Farbe. Das ist ja. Ja, lassen wir so. Dann haben wir hier halt den. Die obligatorische Glatze. Obligatorischen Undercut. Dann noch nach hinten. Der Iro. Der Zopf. Die komische Hahnfrisur und noch ein anderer Zopf. Ja, wir nehmen mal ihn hier. Der Igel. So, Kopf. Da können wir jetzt noch einstellen, ob der mehr rundlich oder mehr eckig sein soll. Und wie weit der ganze Spaß halt nach vorne raus soll. Oh ja, oh, er wird so hässlich. So, die Nase. Natürlich. Alle möglichen Nasenpositionen einstellbar. So. Du bist echt hässlich, mein Freund. Die Ohren natürlich. Große Ohren. Nach unten, nach vorne und groß. Wisst ihr, an wen der mich erinnert? Habt ihr schon mal die Goonies gesehen? Ja, sehr schön. So. Kinn? Kann man noch einstellen? Kinn unten kann man einstellen. Und natürlich die Weite.
Den Mund kann man noch komplett bearbeiten. Oben, unten. Größe? Oh ja, groß. Oh ja. Oh, du bist so sexy. Ah, gut, später wird es dann noch, schätze ich mal, Tönungen geben, wie zum Beispiel Dreck im Gesicht oder so weiter. Und Extras wie Brillen, Ohrringe. Hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, ob es Brillen gibt, aber Ohrringe bestimmt. So. Und wenn ihr dann damit zufrieden seid, könnt ihr einfach auf Save klicken und dann geht das Spiel los. Aber daher ich ja mir immer gerne normale Charaktere baue, werde ich mir jetzt nochmal schnell einen normalen bauen. Und dann sparte ich das Spiel. Ja, genau. Dann starte ich das Spiel. Also, ich werde das aber, jetzt müsst ihr euch das nicht alles komplett angucken, ich werde das einfach alles schön in der Timelapse zusammenschneiden. Dann bis gleich. Du Scheiße, wie sieht der denn aus? Ja, damit kann ich erstmal leben. Nun gut. Dann starten wir das Spiel. Das war der Charaktereditor von Dauntless. Im nächsten Teil nehmen wir uns dann das Tutorial und die ersten Minuten im Spiel vor. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick gewähren und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!